Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac Repentance. In dieser Folge werden wir, was weiß ich, machen wir eine Runde mit Tale Forgotten. Wisst ihr was? Der alten Zeiten wegen machen wir eine Runde mit Freezer? Keeper. Wie komme ich auf Freezer? Es ist möglich, dass ich vielleicht ein wenig... Wow, zu viel Dragon Ball Sparking Zero gespielt habe. Aber nur vielleicht. So, Kohle. Das mit dem Yoshi's Island Video hat sich tatsächlich vorerst gegessen. Denn ich bin, oh mein Gott, super schlecht in diesem Spiel hier. Nee, ich bin mir fast sicher, dass ich aus Versehen das Spiel deinstalliert habe. Das ist mir jetzt zweimal dieses Jahr passiert. Achso, und ignoriert, falls laut werden sollte im Hintergrund. Ich kann tatsächlich nicht viel machen, wenn Leute draußen... Oh mein Gott. Ich kann tatsächlich nicht viel machen. Ich kann tatsächlich nicht viel machen, wenn die Leute da draußen Feuerwerk machen. Eine Freundin von mir, Jay, habe ich bestimmt auch schon mal erwähnt, die hat heute auf irgendeiner Messe, ich glaube in Hamburg oder so, sich rumgetrieben. Die war beim Krebsstand von Ricky Mania. Einfach beim Krebsstand von Ricky Mania. Wie cool ist das denn? Dazu hat sie dann auch noch Nerd Over News gesehen, getroffen und ein Foto mit ihm gemacht. Und bestimmt noch irgendwelchen anderen coolen Gurken. Was weiß ich, aber Punkt ist, ich werde gleich das Video kurz pausieren. Wann ist eine gute Frage? Punkt ist nämlich, ich war heute baden und habe immer noch mein Handtuch rum. Und sagen wir es so, das tut leicht auf die Ohren weh. Also um die Haare rum, ne? Denn wer es nicht weiß, ich habe lange Haare. Hey, aua. Und das mochte dieser Mini-Monster nicht. Warum ich es nicht vor dem Video entfernt habe, das Handtuch, es ist eine sehr gute Frage. Das ist eine äußerst gute Frage, die ich euch leider nicht beantworten kann. So, da hier eine zweite Bombe ist, legen wir da eine. Dann ist hier ein Schlüssel. Mit diesem Schlüssel gucke ich, was hier war. Ein Schlüssel. Eine Münze. Und öffne die goldene Kiste hier. Wo ein bisschen Geld und eine Bombe drin war, sehr schön. Ich habe tatsächlich mal überlegt, ob ich die versuchte Recreation von der Gold-Silber-Beta mir im Stream mal genauer ansehen will. Aber ich denke, allein dadurch, dass die Englisch ist, werde ich das nicht machen. Checkpoint 5. Okay, gut, das ist auch ein Reroll. Gut zu wissen. Das ist sehr gut zu wissen. Ich will an die Goldkiste tatsächlich ran. Squeezy. Immer gerne. Und vor allem auch kurz vor dem Bossraum. Oh, Junge. Das hilft mir A mit den Fliegen und B. Kurz Pause. Das hilft mir A mit den Fliegen. Wegen den Fliegen und B wegen den Herzen. Ich weiß nicht, warum ich B gedrückt habe. So. Weiter geht's. Irgendwas gab's noch anzusprechen. Was war das? Ach so, im November
Das heißt Ende nächsten, beziehungsweise circa nächsten Monat, kommt ein Isaac-Update, Leute. Isaac-Update. Also soweit ich weiß, geht's dann nur um Online-Beta, aber nicht Online-Beta, online generell. Aber die Devs haben noch nie ein Update gemacht ohne A, Balance Changes, B, extra Stuff für Leute, die nicht das Nicht-Main-Feature verwenden. Weil hat ja nicht jeder Freunde und so. Was so eine typische Gamer-Krankheit ist. Also jetzt nicht Freunde, sondern, ne? Die nicht zu haben. So wie leider in meinem Fall. Explodiere, ich will dich nicht explodieren haben, während ich genau in der Nähe bin. Und das heißt, wenn ich das Update installiere, habe ich einfach nur einen Uff. Und weil die Leute ja nicht, ne, nur für die Leute mit Freunde was machen können, wird da auch 100% auch das ein oder andere Item bei rauskommen. Ich glaube jetzt nicht dran, dass da ein neuer Boss oder sowas bei rumkommt, aber ich glaube fest daran, dass dabei sowas wie ein sehr schön. Sowas wie ein neues Item bei rumkommt. Also wirklich. Ich bin mir da ziemlich sicher. Secret Room haben wir zwar noch nicht. Und ich habe auch keine Ahnung, wo der sein soll. Aber dafür gibt es auch die Möglichkeit, noch den Shop zu suchen. Und super viel Geld liegen zu lassen. Auch so ein Sticky Nickel, ne? Das sind so eine Hurensöhne. Das würdet ihr mir nicht glauben, würdet ihr es nicht sehen. Also um jetzt nochmal auf die Sache mit Jay und der Convention drauf zu kommen. Ich würde wirklich gern mal Ricky Mania sehen. Oder generell die Leute aus der Mögi Bubble. Ich nenne es einfach Mögi Bubble. Die sind sehr eigenständig. Aber oh mein Gott. Oh mein Gott, bin ich blöd. Nee, schon gut, ich habe kein Geld drin. Das ist eigentlich auch egal. Aber ich kann nicht einfach auf eine Convention gehen. Denn ich habe super viel Angst vor großen Menschenmassen. Sekunde. So, da bin ich wieder. Ich muss nur wem antworten. Und oh mein Gott, da komme ich nicht ran. Egal, war nur eine Münze. Gear ist gut. Wir kümmern uns zuerst ums Baby. Ich bin so aufgeregt. Ende nächste Woche kommt wieder Geld. Kann ich mir auch mal wieder einen Döner holen. Aber da kommt nicht nur Geld, da kommt eine große Menge an Geld. Ausnahmsweise. Nicht nur 500 Euro. Sondern schätzungsweise das Doppelte. Ja. Denn diesmal habe ich einen ganzen Monat gearbeitet. Lucky Coin. Habe ich gerade Lucky Coin gesagt? Das ist ein Lucky Penny. Niemand weiß, wer diese Penny ist. Aber sie ist ziemlich lucky. Ja, die eine Münze wollte ich haben. Die war wichtig. Und das ist der Super Secret Room, so ganz casual. Naja, hier werde ich nicht viel Geld bei draus bekommen. Aber das Traurige dabei ist, da werden leider auch keine Lucky Pennies verschont.
Sollte dabei eine rumkommen. So. Da gucken wir mal im Shop. Infestation 2. Unfassbar gut. Moment. Ich habe ja bestimmt schon mal erzählt, ich bin ja relativ aktiv in einzelnen Roleplays. Und ich habe gerade geschrieben, also wirklich jetzt gerade vorhin, dass das Anima, das ist sie hier zur Erinnerung, an dem Fisch knabbert. Merkt man, dass ich ein Deutschprofi bin? Kann Deutsch wirklich gut. Vor allem knabbert man auch einem Fisch. An einem Fisch. So richtig. Fünfer. Das war wichtig. Denn da sind noch die Growth Hormones im Shop. Abgesehen davon haben wir jetzt auf dieser, oh mein Gott, Ebene noch ein Deal. Und ein Goldraum. Horsepill. Oh, Junge. Was gibt's hier? Bruce Layers of and Rewards of. Oh mein Gott, das ist wirklich gut. Ich hatte mal die Blue Map mit dem so in letzter Ebene. Aber naja, so vorausschauend kann ja keiner sein, oder? Wie doch. Naja, ist ja egal. Plan für diese Ebene. Goldraum suchen. Goldraum bewerten. Unterwegs Geld mitnehmen. Versuchen, nicht zu viel Geld zu verschwenden. Hoffentlich noch 15 Münzen kriegen. Dann zum Boss gehen. Und dann hoffen, dass wir genug Geld für Brimstone haben, wenn es im Devil Deal ist. Oder wir entscheiden uns vielleicht sogar noch um auf Angel Deals. Oh mein Gott. Mal gucken. Jo, das wird ein Spinnenrun. Oder Insektenrun. Nennen wir es Insekten. Ich weiß, Spinnen sind keine Insekten. Es sind Arachnoiden. Es geht mir auch nicht darum, dass es Insekten sind, sondern um die beiden Gruppen irgendwie zusammenzufassen. Und ich habe den Scientific Term nicht dafür. Ich habe nur den, der noch ein Stück weiter oben ist. Die wirbellosen Tiere. Das ist ein ganzes Tierreich. Das hat nichts mit Zusammenfassung von den beiden mehr zu tun. Das ist ein bisschen zu hoch. Gib mir Geld. Da wir nicht mal Cat O'Nine Tails mitnehmen können. Ja, gehen wir einfach weiter. Bin im Angel Deals. Aber dadurch, dass wir jetzt den Viewmaster haben, das ist die Brille, können wir Library Card, klar. Können wir mit besseren Secret Rooms rechnen. Was stark sein kann. Okay, das war jetzt halt einfach nur fies. Einfach nur fies. Das war so viel Geld jetzt, ne? Und ich glaube, das meiste davon wird sogar verschwinden. Mit Keeper ist Infestation und Stärke wirklich ein sehr zweischneidiges Schwert. Denn Greed ist good. Zehner. Fuck. Ich habe einen Zehner verloren. Hier ist irgendwo noch eine Münze. Hä? Oh. Ich bin übrigens mit Sparking Zero im... Okay. Im Zamasu Arc gerade. Oder Goku Black Arc, wie auch immer, Future Trunks. Die
Zukunftspussy. Das ist nicht mein Trunks. Ich bin sehr emotional, was Future Trunks angeht. Die haben ihn massakriert. Seht euch an, wie sie meinen Jungen massakriert haben. Seht es euch nur an. Naja. Ich wollte gerade sagen, ich möchte ganz gern einen Special Room haben, liebes Spiel. So. Das ist wohl gerade in Polen. Fangt mit der Info an, was ihr wollt. Das ist wichtig. Spun will ich nicht. Das will ich jedoch. Damit kann ich nichts anfangen, aber Seraphim und Pille. Ah, super. Da freut man sich ja. Da freut man sich ja über alles, was passiert. Ist es möglich, dass ich mit dem Geiern auf dem Zehner deutlich mehr Geld verschwendet habe, aber... Wir ignorieren das einfach. Goldraum. Den ignorieren wir nicht. Wegen Betrayal. Betrayal ist gut. Und wir haben schon unser Glück. Was? Nee. Doch, Glück. Wir haben unser Glück schon wieder ausgeglichen. So, hier ging es nur zum Shop. Na ja. Das heißt, hier müsste der Startraum sein. Gleich. Hier. Das heißt, hier unten gehen wir da lang. Und schon habe ich keine Ahnung mehr, wo es lang geht. Ich habe herausgefunden, dass man auf YouTube Selbsthilfe-Hotlines verlinken kann. Also so extern, in so extra Infoboxen. Nicht in der Beschreibung, das geht doch, das geht natürlich. Aber halt, ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich meine, es macht Sinn, aber hey. Damit einen kleinen Shoutout an alle, die sich nicht mental... Richtig ist das falsche Wort. Gesund fühlen. Sucht euch Hilfe. Schreibt zur Not einfach mal bei Google. Ich fühle mich nicht. Ich fühle mich psychisch nicht richtig oder gesund. Wie auch immer. Was auch immer. Aber Google wird auf jeden Fall drauf reagieren und euch eine Hotline dafür geben. So. Du wolltest mein Geld. Doch nahm ich dir dein Geld. Vielleicht ist Isaac nicht unbedingt das beste Spiel und sowas darin anzusprechen. Aber besser durch eine falsche Zielgruppe wenige treffen, als gar keine treffen. Treffen? Ansprechen. So. Ist eine sehr schlechte Philosophie. Aber es ist eine Philosophie. Meine. So. Ja, so viel zum Besseren, ne? So, dann gehen wir mal in den Shop, gucken, ob da noch eine Bombe war. Dann war da keine Bombe. Nutzen wir Temperance, um uns den Fünfer hier zu holen. Die Karte wieder rausholen. Und ich glaube, den Rest wollen wir nicht. Nee. Ich glaube, ich sollte mal ein paar Runs machen, wo ich aber nur Geld sammeln und einzahle. Ja, das klingt nach einer Idee. Weil unser Automat braucht mal wieder etwas. Ich hatte letztens ein Gespräch mit Juzzle über Sandwiches, also frage ich euch jetzt, was ist euer Lieblingssandwich? Die langweiligen und schrecklichen könnt ihr natürlich auch gerne nennen. Ich werde niemanden judgen dafür. Okay, vielleicht werde ich ein bisschen judgen, aber hey. Ich darf auch Meinung haben. Ach nein, ich kann meine Herzen nicht sehen. Ich meine, ich kann es nach jeder Münze, die ich einsammle, erraten, aber... Oh lol, der lebt ja. Huch.
Aber es macht jetzt nicht macht es jetzt nicht besser, dass ich die Herz, die Münzherz-Dinger nicht sehen kann. Kannst du bitte nicht da auftauchen, wo du reingegangen bist? Oder war das dein Kollege? Ich weiß es nicht. So, vom nächsten Shop, also der, der jetzt kommt, von dem wünsche ich mir tatsächlich etwas. Ich wünsche mir Birthright. Da ich nicht mehr einfach so an Münzen vorbeilaufe. Wie ein Vollidiot. Apropos Vollidiot. Der Gas. Perthrow. Blank Rune. Ich hab den Gas komplett vergessen. Ich habe Angst und bin viel zu unvorsichtig. Wir werden die Blank Rune tatsächlich im Goldraum verwenden, um zwei Möglichkeiten abzuhaken. Da, einmal Perthrow und einmal nicht Hagelass, Hagelass, nicht Ansas, einmal Perthrow und einmal und einmal die, wo ich eine Trapdoor spawne, abzugrasen. Goldschlüssel ist nicht schlecht, wirklich nicht, aber braucht eine Goldbombe, wenn dann. Das Spiel. Du bist doch sonst so fies. Warum kannst du nicht heute lieb zu mir sein? Wir sind doch Freunde. Oder nicht? Oh mein Gott, wir sind keine Freunde mehr. Das ist einfach nur. Nein, 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 Bombe. Bombe. Geld. Heilung. So. Und Contagion. Das hat mich angelogen. I'm excited, will ich nicht. Klar. Contagion ist okay. So, dann hoffen wir auf ein Angel Deal, wo ein Item drin ist, das uns Fliegen beibringt. Also jetzt nicht die Fliegen, die irgendwie erspawnen aus meinem Parasitoid. Sondern Flügel, Schweben. So ein Kram. Ich bin tatsächlich immer noch am Überlegen, ob ich wirklich mir wirklich mal The Long Drive ansehen will. Das ist kein Film. Das ist ein Spiel, wo du eine super lange Fahrt vor dir hast. Du bist ein Typ, der aus irgendeinem Grund in der Wüste wohnt. Und sollst halt woanders hinfahren. Aber woanders ist halt super weit weg. Und daher der Titel: Die lange Fahrt. Du musst nebenbei auch essen, trinken, scheißen gehen. So eine Sachen. Das ist leider nicht fliegen. Das ist eine Bombe? Keine Bombe. Ja, nehmen wir Squeezy. Wir sind hier ab. Und du musst dich halt auch vorbereiten und alles. Das mit dem Scheißen gehen war übrigens keine. Kein Spaß. Das musst du wirklich. Ich habe Bedenken, was Fliegen angeht. Ich glaube, wir werden kein Fliegen mehr lernen. Meine Münzen werden wir noch ein paar kriegen. Vielleicht eine Bombe oder zwei. Aber ich denke, das war's dann auch. Leider. Ich meine, ich könnte sacrificen ein Herz und dann da rein. Wir gucken mal.
So, die Münze liegt da. Lassen wir auch da erstmal liegen. So, und du. Das ist tatsächlich gut, weil mich das trotzdem heilen kann. Ich habe das Update verpasst, wo es dazu kam, dass man auch sehen kann, was Special Herzen betrifft und so. Aber ich liebe es im Nachhinein so sehr, ne? So. Nee, da werden wir nicht. Wir werden nicht mehr an die Dingens rankommen. An das Item in der Riesen-Perfro-Rune. Deswegen werden wir die Riesen-Perfro-Rune aktivieren. Hoffen, dass der Goldraum dann immer noch rollt. Und dann werden wir, ich denke mal, unsere Plazenta ausnutzen. So. Ja, ich denke, das werden wir machen. Das werden wir machen. Lucky Foot. Ist tatsächlich gut. Ja, das ist gut. Bombe haben wir zwar nicht, aber wir kommen trotzdem in den Super Secret Room. Also werden wir das mal zuerst machen. Also werden wir das einmal machen. Scheibenkleister. So, und wir sehen uns im Sacrifice Room wieder. Wenn ich genug gesacrificed habe. So, liebe Leute. Wir haben eine Gamble Chest rausbekommen. Die tatsächlich was Gutes bringt. So, und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn ich, ja, genug gesacrificed habe. So, liebe Leute, wir sind bei den wichtigen Sacrifices angekommen. Die Kiste. Komm schon, Angel, die Leiter. Verdammt. Mehr wollen wir, glaube ich, nicht. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf. Wir sehen uns gleich wieder, glaube ich. Und schön den Timer oben beobachten. Lol, ich habe ja Health regenerated. Den da können wir tatsächlich sogar noch besiegen. Das heißt, das werden wir tun. Fünfer. Und jetzt kommt das Wichtigste. Gib mir Geld. Yeah. Und wisst ihr was? Weil wir hier im wahrsten Sinne des Wortes überall Geld rumzuliegen haben. Uns jederzeit heilen können. Wenn genau sowas passiert. Und gleich noch den zweiten Schlüssel. Warum auch nicht? Warum denn auch nicht, frage ich euch. So. Wird genommen. Und dann können wir auch weitergehen. Ich möchte nur ganz gern OBS. Ich habe übrigens die Simpsons geguckt, während ich gewartet habe. oder eine Zusammenfassung davon zumindest. Bla 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 bla. Während ich auf meine Health gewartet habe, habe ich Simpsons geguckt, so. Jetzt mal scheiß auf die Simpsons. Mir tut der Kiefer weh. Oh mein Gott. Als würde ich. Könnt ihr euch vorstellen, wie das ist, wenn ihr den Mund sehr weit öffnet und den für eine Ewigkeit nicht zumacht? Weil so fühlt sich das an, als hätte ich genau das gemacht. Und wie ihr euch denken könnt, ist das nicht schön. Das fühlt sich wirklich nicht angenehm an. Ich soll einfach gerade sagen, das Wichtige ist, dass sie sterben, nicht dass ich das Geld davon kriege. Und ich kann euch sagen, wo das Auerwehchen herkommt. Von den Kopfhörern.
Diesen. Ich weiß nur nicht warum. Ich wollte gerade in irgendeine Erklärung ausschweifen, aber ich kann nicht sagen, ich habe keine Ahnung. Wollte einfach nur irgendwas dazu sagen, aber. Irgendwas ist nicht besser als gar nichts. Irgendwas ist nicht besser als gar. Fünfer. Ich habe Fünfer verloren. Tears up. Das hätte ich nicht tun sollen. Aber ich habe hier eine Drowsy Pille, das heißt. Ich habe. Ein leichtes Spiel. So. Und. Falls wir kein Geld mehr haben, mehr Geld. Das Trinket, was ich habe, das macht, dass ich in jedem Goldraum, der spawnt, so ein Reroll, so eine Reroll-Maschine habe. Da kommt ein bisschen mehr Geld schon sehr gut. Wenn man bis zu dreimal rerollen kann. Andererseits können wir auch nochmal sacrificen, also. Also, das war. Gut. Knocker Drops sind gut. Ich will die nicht haben. Box of Spiders. Nehmen wir mit. So. Denn A, Spider Baby. B, wenn ich die ablege, verliere ich, glaube ich, Spider Baby. Und C. Ja. Gibt kein C. Gibt keinen C, den müsst ihr euch wohl abschneiden. Tut mir leid. Am besten mit einer der Scheren, die es hier in dem Spiel gibt. Mr. Mega, klar. Fleisch. Und Glaukoma. Das sind alles gute Items, die man mitnehmen kann und sollte. Bin mir unsicher, ob ich It Hurts mitnehmen will. Denn nein, tut es nicht. Aber ich glaube, wir werden es aber mal machen. Es ist nämlich besser, als gar nichts zu machen. So. Denn wir können zwar nicht so oft wie normal unseren Nutzen daraus ziehen, weil wir nur ein Herz haben, was wir verlieren dürfen. Danach sterben wir. Aber, es ist schon mal ein kleines Tiers ab, wenn ich getroffen werde, was immer noch gut ist. Bin ja nicht per Woll, der aus irgendeinem Grund meint, ja, nur unter bestimmten Umständen positiven Effekt kriegen, Mann, ist das scheiße. Ich glaube, das ist eine Drowsy-Pille. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh mein Gott, mein Tablet hat mich gerade so erschrocken. Es ist nämlich einfach kurz ausgegangen. Ich meine, es passiert in letzter Zeit öfter. Weshalb ich mich frage, warum ich mich das frage. Oder warum ich Angst bekommen habe für einen Moment. Aber, hey. Wir reden hier immer noch von mir, ne? Nein. Ich habe den Gegner nicht gesehen. Naja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann habt. Genau, hat. Dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke bimmeln. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.